Willkommen zu Nerd Alert Games Top 10 Games 2014. Platz 7: Plants vs. Zombies Garden Warfare. Plants vs. Zombies Garden Warfare ist auch wieder ein absoluter Überraschungstitel. Ihr kämpft entweder als die Zombies oder als die Pflanzen mit absolut krassen Fähigkeiten auf bunten Schlachtfeldern um die Herrschaft. Vor jeder Schlacht wählt ihr erstmal eure Klasse aus. Bei den Pflanzen habt ihr die Peashooter, den ganz normalen Fußsoldaten, den Chomper, der sich anschleichen kann und alle mit einem Haps verputzt. Sunflower heilt richtig gut, der Kaktus ist ein super genialer Sniper und ihr habt natürlich noch Pflanzen, die ihr während des Matches einfach pflanzen könnt und die kämpfen auch für euch. Auf der Zombie-Seite steht euch der Foot Soldier Zombie zur Verfügung, der Engineer Zombie, der Scientist Zombie und der All-Star Zombie, der richtig heftig tackeln kann. Außerdem könnt ihr eure Zombies und natürlich eure Pflanzen absolut genial gestalten. In Booster Packs verstecken sich verschiedene Gegenstände, wie zum Beispiel eine krasse Brille oder ein absolut genialer Hut. Natürlich stehen euch auch super viele Game Mods zur Auswahl, wie zum Beispiel erstmal die Willkommen-Matte, wo ihr erstmal das Spiel so austesten könnt. Dann habt ihr zum Beispiel Team Vanquish, ein Team Deathmatch-Modus. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Objekte einnehmen, die die Pflanzen verteidigen müssen und die Zombies versuchen einzunehmen. Und natürlich mein absoluter Lieblingsspielmodi, nämlich Taco Bandit. Das ist wie Capture the Flag, nur die Zombies müssen hier einen Taco von Crazy Dave stehlen, was richtig lustig ist. Alles in allem kann man sagen, dass Plants vs. Zombies Garden Warfare ein absoluter Hit geworden ist. Verschiedene Spielmodi lassen euch wirklich für eine lange Zeit spielen. Ihr habt die Booster Packs, die ihr öffnen könnt. Ihr habt natürlich diese verflucht krassen Pflanzen, die einfach nur super anzugucken sind. Genauso wie die witzigen Zombies. Das ganze Spiel hat einfach so einen bunten Witz an sich. Es ist einfach nur Wahnsinn und deswegen hat es Platz 7 bekommen. Kommen wir wieder zu einem weiteren Spiel, das es nicht in meiner Top 10 geschafft hat. Destiny. Was hab ich mich auf Destiny gefreut? Ein MMORPG in einem Shooter-Universum, in einer gigantischen Galaxie. Hört sich auf den ersten Schlag gut an, hat mir aber auch beim zweiten Hinsehen nicht so gut gefallen. Ihr spielt in Destiny den Reisenden, der für das goldene Zeitalter gesorgt hat. Er hat den Mars mit Regen versorgt, er hat frische Luft in den Himmel gebracht und er hat natürlich dafür gesorgt, dass alles Böse verschwindet. Das hielt aber nicht lange an, denn das dunkle Zeitalter brach an und die Menschheit muss sich gegen einen mächtigen Feind behaupten. Bevor ihr aber aufbrecht in die Welt von Destiny, müsst ihr euch erstmal auf eine Klasse festlegen. Hier habt ihr einmal den Warlock, den Titan und den Jäger. Diese Klassen sind meiner Meinung nach richtig genial gestaltet. Mir persönlich hat der Warlock am besten gefallen, denn er kann zusätzlich dazu, dass er natürlich rumballert wie jede Klasse, kann er richtig genial zaubern, richtig mächtige Stürme entfesseln und natürlich richtig Schaden anrichten. Hab mich aber schlussendlich für den Titanen entschieden, weil ich einfach alles umballern wollte mit den mächtigsten und stärksten Waffen überhaupt. Und da kommen wir auch schon zu dem größten Punkt, den Destiny zu bieten hat, nämlich Waffen und natürlich eure Rüstung. Diese beiden Sachen sind super wichtig und natürlich das Hauptaugenmerk. Ihr habt verschiedene Waffen in Destiny, wie zum Beispiel eine Shotgun, euer typisches Maschinengewehr, eure typische MP oder halt Raketenwerfer und ziemlich weitere ausgefallene Sachen. Das Ganze sammelt ihr entweder zusammen im Team oder ihr spielt alleine in der ganz großen Welt von Destiny und sucht euch die Leute halt zusammen, die einfach so hier so und da so rumlaufen und ihr geht in große Raids und vernichtet das Böse für die beste Ausrüstung und die besten Waffen überhaupt. Die Quests und Aufgaben in Destiny sind wirklich fordernd und natürlich das Gegnerdesign ist der absolute Wahnsinn. Mir hat Destiny persönlich gut gefallen, aber für mich sah ich da nicht wirklich eine Langzeitmotivation. Ich habe damals schon zu Borderlands gesagt, dass es mir halt nicht so gut gefallen hat und hier haben wir quasi dasselbe Spiel. Und ich bin zwar ein Fan von Shootern, die MMORPG miteinander verbinden, aber dennoch habe ich da irgendwie keinen Spaß dran gefunden und deswegen hat es Destiny nicht in meine Top 10 geschafft. Kommt auch morgen wieder, denn dann brechen wir in eine große Welt auf.